Nachricht von einer Leiche in einem Krankenhausaufzug in Gelsenkirchen, die erreichte uns Ende letzter Woche. Wir haben darüber berichtet. Ein Techniker hatte im stillgelegten Fahrstuhl einen toten Mann gefunden. Mittlerweile weiß man, dass der 59-jährige Tote ein Patient war und seit dem 2. Juli vermisst wurde. Es ist beängstigend, geradezu gespenstisch. Im Fahrstuhl eines Krankenhauses ist ein Patient eingeschlossen, tagelang, ohne dass irgendjemand etwas bemerkt. Hier im evangelischen Krankenhaus in Gelsenkirchen wurde der Mann behandelt, in der Psychiatrie. Dann war er auf einmal verschwunden. Fest steht jetzt, dass der 59-Jährige am Donnerstag, dem 2.7. das letzte Mal in seinem Patientenzimmer gesehen wurde. Gefunden wurde er im Fahrstuhl am vergangenen Freitag in den Mittagsstunden. Dazwischen liegen 8 Tage. Als ein Haustechniker den Mann findet, ist er bereits so stark verwest, dass die Todesursache nicht mehr ermittelt werden kann. Wie ist das möglich, dass im Krankenhaus ein Fahrstuhl streikt, ein Patient ums Leben kommt, ohne dass es dem Personal auffällt? Vor der Kamera wollte die Klinik heute nichts dazu sagen. Am Telefon erklärt uns eine Sprecherin, den Fall, dass jemand im Fahrstuhl eingeschlossen ist und keinen Alarm gibt, haben wir einfach nicht bedacht. Eine Erklärung, die bei vielen Patienten und Besuchern der Klinik heute auf Unverständnis stößt. Wenn einer eine Woche im Fahrstuhl ist und nach einer Woche erst gefunden ist und auf der Psychiatrie liegt, dann muss man sich doch irgendwie einen Kopf machen innerhalb von ein paar Stunden, wenn der verschwunden ist. Ne? Und nicht erst eine Woche warten und dann der Fahrstuhl ist auf Stopp und jetzt müssen wir mal im Fahrstuhl gucken. Ne? Man hätte ja schon merken müssen, darum kann ich mir vorstellen, dass da mehrere unglückliche Umstände zusammenkamen, dass man das nicht gemerkt hat. Gegen geltende Vorschriften hat die Klinik nicht verstoßen, sagen Sicherheitsfachleute. Fahrstühle müssen zwar regelmäßig gewartet werden, mehr aber nicht. Eine ständige Überprüfung, ob die Aufzüge alle in Betrieb sind, wird nicht gefordert. Also ein Betreiber ist da nicht in der Pflicht, täglich zu prüfen, ob der Aufzug läuft. Der defekte Fahrstuhl im Krankenhaus hatte einen funktionstüchtigen Alarmknopf. Doch ausgelöst wurde der Alarm nicht. Der Taster der Notrufanlage wird natürlich auf DNA-Spuren untersucht, sodass wir feststellen können, ob der Verstorbene diesen Taster berührt hat. Viele Fragen sind also noch offen bei dem mysteriösen Todesfall. Die Ermittlungen gehen weiter.